Vielen herzlichen Dank. Danke, Frau Franz, danke, liebe Ulrike Kessing, danke, liebe Stefanie Buchholz, liebe Epo Turan, wo bist du irgendwo auch da hinten, für die Einladung, dass ich hier sein darf, dass ich dabei sein darf, dass ich mitmachen darf. Wir haben es eben schon gesehen, das Machen soll heute im Vordergrund stehen. Und ich bin ganz dankbar, dass ich da sein darf und gleichzeitig möchte ich mich bei euch und bei Ihnen allen ein wenig entschuldigen. Ich bin nämlich heute ganz schön kribitzig, würde man bei mir sagen. Was heißt das? Ich bin so ein bisschen angespitzt. Ich bin nämlich beides. Ich bin ganz schön ungeduldig und ganz schön erschöpft. Und ich habe mich ein bisschen vorbereitet im Vorfeld, natürlich, und habe aber auch mit ein paar Menschen gesprochen, die zum Teil heute hier sind, auf Bühnen, im Publikum, und habe festgestellt, es geht uns allen so gerade. Wir sind ganz schön viel auf Bühnen und wir sprechen ganz schön viel über diese Themen. Und irgendwie fangen wir immer wieder bei Null an. Und deswegen bin ich ganz dankbar, dass wir das heute hoffentlich nicht so sehr tun, bei Null anzufangen. Aber manchmal habe ich schon das Gefühl, dass gerade im Kultursektor wir Diskussionen führen, die ich, als ich noch beim Rat für nachhaltige Entwicklung damals tätig war, im Bereich nachhaltiges Wirtschaften, da haben wir die Diskussion auch schon vor 5 Jahren geführt, vor 10 Jahren geführt. Die Frage nach CO2-Bilanzierung, wie sinnvoll, was gehört dazu? Die Frage nach Unterstützung, welche Unterstützung brauchen eigentlich Organisationen für die Transformation, für den Wandel? Das ist nicht neu. Diese Fragen stellen wir uns auf sehr vielen Konferenzen seit sehr langer Zeit. Und heute ist wieder so eine Konferenz. Und ich habe im Vorfeld irgendwann gedacht, okay, möchte ich wieder das Gleiche erzählen, möchte ich wieder bei Null anfangen. Und deswegen verzeihen Sie es mir ein bisschen, dass ich heute mit ein bisschen mehr Nachdruck unterwegs bin. Ja? Weil eines haben wir ganz sicher nicht mehr, die Zeit, das noch 10 weitere Jahre zu erzählen. Und wahrscheinlich irgendwann auch nicht mehr die Menschen. Ja, nicht mehr die Menschen, die sich auf die Bühnen stellen und immer wieder tun, weil, wie gesagt, ich habe schon gesagt, es ist unglaublich anstrengend. Und deswegen mute ich Ihnen ein bisschen von dieser Anstrengung heute zu und ein bisschen von dieser Erschöpfung heute zu, indem ich ein bisschen schneller durch die Dinge gehe, bei denen ich glaube, dass wir eigentlich überall bekannt sein sollten. Liebe Anja Backhaus, du hast ja schon vorgestellt, das Institut für Zukunftskultur, wir haben extra irgendwann gedacht, wir nehmen mal nicht diesen Nachhaltigkeitsbegriff, ja, ist irgendwie schon wieder all und ist auch irgendwie vor allem immer wieder grün und nur grün ist die Transformation ja auch nicht, auch das haben wir gehört, sondern eben auch sozial und gerecht und hoffentlich wirtschaftlich möglich und. Und dann dachten wir, nee, wir brauchen irgendwie was Zukünftiges, wir brauchen eine Zukunftskultur und dazu spielt übrigens auch die Unternehmenskultur eine große Rolle. Habt ihr alle in eurer Organisation überhaupt den Spielraum für Veränderung? Habt ihr GeschäftsleiterInnen, die euch den Spielraum geben, die Dinge umzusetzen? Deswegen Zukunftskultur und weil gerade heute, wir haben gestern erlebt, es gibt gerade Durchsuchungen, es gibt gerade bei der letzten Generation, es gibt ganz viel politischen Druck, es gibt unglaublich viel, gerade Friedrich Merz hat vor ein paar Tagen getwittert und von einer missionarischen Transformation gesprochen. Ja, egal, wo man gerade hinguckt, das nimmt total Fahrt auf und ich finde, Sie haben das Recht zu wissen, wer hier heute vor Ihnen steht. Ich möchte mich ein bisschen vor Ihnen verorten. Und wenn ich das hiermit tun darf, dann möchte ich ein Zitat nutzen, das ich bei Maya Göpel entliehen habe, die es wiederum von Antonio Gramsci entliehen hat und möchte mit Ihnen arbeiten in so einer, hoffentlich in einer Balance heute. Was wir dringend brauchen, ist ein Pessimismus des Intellekts. Was meint Maya damit? Und ich kann das wirklich empfehlen, es sind 10 Minuten bei YouTube, wieder Faktor Zeit, bitte schauen Sie sich diesen Vortrag an. Wir wissen unglaublich viel, aber haben wir die Dringlichkeit, um Veränderungen anzustoßen? Sind wir alle schon da, dass wir wirklich unser Bestes geben? Ich nenne das immer meine eigene radikale Schmerzgrenze. An jedem einzelnen Tag gehe ich bis dahin, wo ich gehen könnte, um zu verändern? Ja, Frage, die ich möchte Sie einladen, das mal mit nach Hause zu nehmen. Also wir brauchen den Pessimismus des Intellekts und was brauchen wir dafür? Naja, wir brauchen Daten und Fakten. Wir brauchen gleichzeitig aber dann auch den Optimismus des Willens. Was meine ich damit? Naja, es wird sicherlich nicht gelingen, wenn wir jetzt in die Resignation gehen. Die einzige Chance, die wir haben, ist, dass wir aktiv werden. Und aktiv meint nicht, Lösungen zu finden, die ein bisschen ähnlich sind wie das, was schon da ist. Wir brauchen neue Lösungswege. Ich gebe Ihnen ein Beispiel.
Wir können nicht alle mit Elektroautos weiterhin in der Gegend so rumfahren, wie wir das mit Verbrennermotoren machen. Es wird nicht funktionieren. Wir haben nicht die Ressourcen. Wir brauchen eine neue Form von Mobilität. Wir brauchen eine neue Form der Denke, eine neue Form der Art und Weise, wie wir arbeiten, wie wir wirtschaften. Und das ist wichtig. Ich versuche, diese Balance heute zu halten. Ich habe Ihnen vorhin schon gesagt, dadurch, dass Sie ein bisschen angespitzt sind, werden wir heute mehr in der Dringlichkeit sein, in diesem Vorteil. Und wer nachher den Optimismus rausholen will, der kommt gerne später zum Workshop mit dazu. Wir bemühen uns, das mit Spaß zu machen und mit Humor. Weil, wenn wir anfangen, mit dem Finger auf andere zu zeigen, haben wir schon verloren. Wir müssen gucken, dass wir eine gemeinsame Bewegung schaffen. Und das funktioniert eben durch miteinander essen gehen. Ich gucke jetzt gerade kurz niemanden an hier in dieser Runde. Was zusammen trinken, sich austauschen, zu sagen, ich bin müde, zu sagen, lasst uns aber das auch mal spaßhaft machen. Gemeinsam zu lernen. Jetzt gucke ich mal hier an Roman und an Ulrike und an Ender. Ja? Gemeinsam ins Lernen zu gehen. Wir versuchen dafür immer so zu arbeiten, dass wir fundiertes Wissen mitbringen. Wissen kommt von Wissenschaft. Und das bedeutet für mich auch, wir brauchen eine Haltung. Sie brauchen eine Haltung. Möchten Sie mit KlimaleugnerInnen sprechen? Mit wem möchten Sie, in welche Unterhaltung möchten Sie gehen? Mit wem möchten Sie zusammenarbeiten? Ab wann haben Sie das Gefühl, Sie können wirksam werden? Mit Kreativität. Das heißt Workshops, das heißt Coaching, das heißt gemeinsames Arbeiten, das heißt gemeinsam Förderanträge schreiben, was auch immer das bedeutet. Das heißt aber eben auch interdisziplinär zu arbeiten. Ich selbst komme nicht aus der Kulturszene. Ich bin Juristin, ich bin Erziehungswissenschaftlerin. Grüße gehen raus an die Eltern, die damals gedacht haben, oh Gott, das wird ja niemals was, jetzt wechselt die schon wieder ihr Studienfach. Ja, hat doch, glaube ich, ganz gut geklappt. Aber die Frage immer, was macht eigentlich rechts und links? Da sitzen Energietechniker im Publikum. Das ist doch super. Ja, wir müssen irgendwie gucken, wo stehst du gerade, was weißt du, was kannst du? Wir müssen uns vernetzen und wir müssen natürlich kommunizieren. Und Klimakommunikation, da kriege ich jetzt meinen ersten Zielkonflikt, ist bestenfalls nicht nur dystopisch. Gleichzeitig ist das, was ich gleich zeigen werde, ziemlich dystopisch. Anja, du hast es vorhin schon so gut gesagt, irgendwie, es gibt unglaublich viel seitens der WissenschaftlerInnen, was bekannt ist. Luisa Neubauer hat das letzte Woche so formuliert, seit 40 Jahren wissen wir ausreichend über die Klimakrise Bescheid, seit 30 Jahren gibt es Klimagipfel, seit 8 Jahren gibt es das Pariser Abkommen, es ist alles da und deswegen möchte ich Sie und euch jetzt einladen auf eine kurze Reise und ich bin mir sehr sicher, Sie säßen nicht hier, wenn Sie das nicht alles auch wüssten. Wenn Sie die Dinge wissen, die ich Ihnen gleich zeige, ist die nächste Frage, können Sie die in einer 5-Minuten-Stammtischrede auch positiv in einer guten Kommunikation ihrer Nachbarin, ihrer Mutter, ihrer Kollegin wiedergeben. Also wie gut sind Sie selbst darin, in Ihrer eigenen Klimakommunikation, in Ihrer eigenen Nachhaltigkeitskommunikation? Klar, einfach kleiner Wissenscheck. Wenn wir da jetzt in einem Workshop wären, würde ich Sie jetzt einzeln rauspicken und Sie gleich zu den Folien befragen, was Sie wissen. Das machen wir an der Stelle jetzt hier nicht. Ja, aber deswegen die herzliche Einladung, mal zu reflektieren, was ist denn bei Ihnen, was ist schon da und was könnten Sie kommunizieren? Weil die Transformation wird nicht gelingen ohne professionelles Wissen über Nachhaltigkeit. Und das ist der Punkt, an dem ich ungeduldig bin, weil das ist alles da. Es gibt Leitfäden, es gibt alles zum Nachlesen, es ist alles vorhanden. Wir haben kein Problem, weil wir eine Lücke haben in dem, was wir wissen. Wer es nachgucken möchte, im Übrigen, ich gebe gerne den Foliensatz nachher raus, also Sie brauchen nicht Screenshotten oder so, das dürfen Sie sich gerne nachher mitnehmen als Dokumentation. Die dramaturgische Bewertung dessen, was Sie gesehen haben, überlasse ich Ihnen. Es sind genug Kulturschaffende hier, die da sehr viel besser sind als ich. Ich selbst sage Ihnen, das ist natürlich ein Zielkonflikt. Ich habe Ihnen jetzt ein Netflix-Video gezeigt. Netflix-Produktion, CO2-intensiv. Netflix-Stream, wirklich CO2-intensiv. Ja? Nichtsdestotrotz, für mich ist das ein unglaublich starkes Narrativ. Wer hat es gesehen? Vielleicht mal Hand hoch, kennt jemand den Film? Das sind einige wenige. Ist nichts so für abends um 8, oder? Ist nichts, wenn man dann schlafen gehen will, wäre sehr zu meiner Empfehlung. Lieber irgendwie mal mittags oder so. Ja? Für mich ist das ein ganz starkes Narrativ. Vor allem bringt mich das immer in meine Emotionen. Und wir sind so verkopft, wenn wir über Nachhaltigkeit denken. Für mich funktioniert das hier, weil, lassen wir mal die ganze Kritik an Netflix außer Acht,
wir sehen und empfinden, ich weiß nicht, ob es Ihnen so geht, aber ich empfinde dabei ganz vieles. Ich empfinde die Schönheit der Natur, ich empfinde aber auch irgendwie dieses Entsetzen und die Irritation über die Dinge, die wir mit dieser Natur tun. Und ich glaube, dass wir viel zu wenig über diese Emotionen sprechen. Keine Sorge, ist nicht das Thema für heute. Wer jetzt sagt, nicht so mein Ding, ja, wir reden heute nicht über Emotionen. Aber für mich funktioniert das. Gucken Sie mal für Sie, was Sie antreibt, was Sie motivieren kann. Und nichts darin ist neu. Wir verlieren unsere Lebensgrundlagen. Aufgrund von Dürren, aufgrund von Überschwemmungen, aufgrund von Hitze, aufgrund von allem Möglichen. Schauen Sie es an. Wie gesagt, ist nicht neu. Aber wenn ich dann mal weiter frage, woran liegt denn das eigentlich? Da brechen die meisten schon ein. Zeige ich das? Die globale Erderwärmung, wie sich das verändert hat. Da sind noch einige dann dabei. Dann frage ich, warum stehen hier verschiedene Ziele? Warum gibt es hier sowas wie plus 1,5? Was bedeutet, warum messen wir ein 1,5 Grad? Warum messen wir ein 2,0 Grad? Woher kommen eigentlich diese Zahlen? Wird es schon immer weniger? Ja, Sie sehen jetzt, haben gerade den Zeitpunkt der Industrialisierung übersprungen. Ab jetzt nimmt das Ganze so richtig an Fahrt auf. Wenn ich dann die nächsten frage, woran liegt das eigentlich? Was ist verantwortlich für diese Erderwärmung, die wir wahrnehmen? Da muss ich schon eine Weile bohren, bis jemand sagt, fossile Energie oder fossile Rohstoffe, die Verbrennung fossiler Rohstoffe. Wir haben ein großes Problem, die Erde erwärmt sich, ist Ihnen alles nicht neu. Ja? Sie sehen aber auch, dass das jetzt gerade, eine relativ neue Grafik jetzt von 2022, dass das jetzt gerade Punkte überstiegen hat, die nicht angenehm sind. Und ich zeige Ihnen jetzt, nicht die Fotos aus Somalia und nicht die Fotos aus Italien und nicht die Fotos aus dem Ahrtal, ja? Und nicht die Fotos von irgendwelchen Bränden, weil ich weiß ja, wenn ich sie jetzt zu sehr schubse, dann gehen sie eher in die Resignation, das wollen wir ja nicht, aber sie haben die Bilder im Kopf, das ist nicht neu. Wenn ich dann frage, woher kommt denn das eigentlich, könnte jetzt auch an der Stelle wieder jemand reinfassen, was ist eigentlich der Treibhausgaseffekt, da wird es dann richtig knapp. Ja, Treibhausgaseffekt, CO2, unter anderem CO2, dann frage ich, wie viele Treibhausgase kennen wir denn eigentlich? Spätestens da kommt niemand mehr bei den 7 raus, die es denn sind. Ja? Was Sie sehen, ist diese gestrichelte Linie ist sozusagen, bildet eine Atmosphäre rund um den Planeten und innerhalb dieser Atmosphäre sind CO2-Partikel, aber eben auch die anderen Treibhausgase, das wiederum führt dazu, dass es immer wärmer wird, weil das Sonnenlicht und die Sonnenwärme nicht mehr komplett absorbiert werden kann. So einfach ist es. Auch da an der Stelle wieder checken, könnte ich das morgen jemand anderem erklären. Ja, das ist wichtig, wir müssen das erklären können. Das Problem ist, dass diese Partikel sich so wahnsinnig langsam nur zersetzen. So ein CO2-Partikel, weiß es jemand, wie lange dauert es, bis sich ein CO2-Partikel von alleine zersetzt hat? Ja, sind so circa 1000 Jahre. Und wenn Sie richtig Pech haben, sind es 10.000. Das heißt, das ist alles aufgeladen von diesen Partikeln, die nicht von alleine weggehen, zumindest nicht in unserer Lebenszeit weggehen, während wir ganz fröhlich weiter CO2 hochpumpen. Und naja, jetzt zeige ich Ihnen doch so ein bisschen Schreckensszenarien. Das ist die NASA-Karte von vorgestern, das sind die Brände auf der Welt. Das ist untere Szenario, sind die Überschwemmungen in unserem Norden zu Ende dieses Jahrhunderts. Also wer Familie hat oder im Norden leben möchte oder lebt, also die Städte Hamburg, Bremerhaven, Lüneburg, Bremen und Oldenburg, werden zu Ende dieses Jahrhunderts permanent überflutet sein. Wir brauchen da schon eine technische Lösung. Wir werden es nicht mehr mit einer natürlichen Lösung hinbekommen. Das sind jetzt alles noch Sachen, die kann man wunderbar nachlesen. Ich empfehle an der Stelle den Bericht des Weltklimarates, den IPCC. Das ist wirklich, das ist angemessen, das ist vertretbar, das sind 6 Seiten. Auch da wieder Faktor Zeit, lesen Sie sich diese 6 Seiten durch und Sie werden sehen, da steht unglaublich vieles schon drin, da stehen auch diese Klimazukünfte drin. Sie merken es, ich weiß nicht, ich bin so jetzt so richtig in der Dringlichkeit angekommen, ich weiß nicht, wie es bei Ihnen ist, der Pessimismus, gratis Pessimismus, ich fühle den im Raum, ja, keine Sorge, wir kommen auch gleich noch weiter, weil jetzt ist so die Frage, was bedeutet das denn eigentlich für die Kulturszene? Und an der Stelle möchte ich eine Sache sagen. Die Kulturszene ist interessanterweise noch relativ neu in diesem Thema. Wir haben Thema gehört, wir haben eben Trend gehört. Das ist ein bisschen gefährlich. Das ist hier kein Trend. Das ist eine wissenschaftliche Notwendigkeit zur Transformation, sonst verlieren wir unsere Lebensräume.
Aber es passiert auch so wahnsinnig vieles immer wieder auf Null. Und da möchte ich gleich mal einmal ein bisschen in die Politik schauen, weil das ist alles in der Wirtschaft schon seit 5, seit 10 Jahren implementiert. Wir haben Leitfäden, wir haben Nachhaltigkeitsberichtsstandards, die lassen sich nutzen. Wir haben den Rat für nachhaltige Entwicklung. Es gibt unglaublich vieles und es fehlt mir ein wenig dieses Rübergreifen der Branchen ineinander, miteinander, um diese Dinge zu nutzen und nicht bei Null wieder anzufangen. Im Übrigen heißen die Menschen, die seit 15 Jahren, 20 Jahren Nachhaltigkeitsprozesse begleiten, die heißen Nachhaltigkeitsmanager. Die gibt es, diese Profession gibt es schon seit sehr langer Zeit. Man kann sich ausbilden lassen zur Nachhaltigkeitsmanagerin. Dazu gehören Wesentlichkeitsanalysen, dazu gehören CO2-Bilanzierungen, dazu gehören Energiechecks, dazu gehört all dieses, dazu gehört strategisches Arbeiten. Wir brauchen es nicht wieder von Null lernen. Es ist alles da, was wir brauchen. Und für die Kulturszene, jetzt kommen wir ein bisschen zu den konkreten Handlungsempfehlungen an dieser Stelle. Für die Kulturszene heißt das einerseits Wissen, und zwar natürlich Wissen um die CO2-Emissionen. Warum ist CO2 wichtig? Naja, wir haben eben gesehen, Erderwärmung, Klimaschutz. Natürlich ist es wichtig, dass Sie eine Idee darüber haben, wie hoch Ihre CO2-Emissionen sind. Das ist aber auch nicht unbedingt jetzt jedes Mal eine neuwertige Information. Wir haben jetzt sehr viele CO2-Bilanzierungen gesehen von Museen. Energie, Klimaanlage, Ausstellungsarchitektur, Verpackung, Leihverkehr, BesucherInnenmobilität sind die hauptsächlichen Handlungsfelder. Da brauchen Sie nicht unbedingt bilanzieren. Aber bilanzieren Sie gerne, aber wenn Sie bilanzieren, dann werten Sie aber auch bitte aus und machen eine Klimastrategie. Machen Sie nicht nur eine CO2-Bilanz, machen Sie eine Auswertung. Arbeiten Sie mit den Daten. Ich lasse Ihnen das drin, weil das ist nochmal die wissenschaftlichen Herangehensweisen zur CO2-Reduktion auf Netto Null sind und auch Kohlenstoffsenke. Wir haben ein paar Mal das Wort Klimaneutralität gehört. Da würde ich eine große Warnung aussprechen. Es gibt seitens der Europäischen Kommission aktuell eine Taskforce, die sich mit dem sogenannten Begriff des Green Claimings beschäftigt. Also die Klimaneutralität als Terminus zu verwenden, ist aktuell schwierig. Es gibt die ersten Gerichtsurteile dahingehend, was eigentlich klimaneutral sein könnte oder nicht. Also an der Stelle auch so im Bereich Nachhaltigkeitskommunikation, Hände weg von dieser Begrifflichkeit. Und wenn wir über Klima sprechen, ist das gut. Wenn wir aber uns wirklich ehrlich machen wollen, dann müssen wir noch mehr Sachen angucken. Wer kennt diese planetaren Grenzen? Kennen Sie die? Ja, das waren jetzt 3 Hände. Wenn Sie sich anschauen, ist Klima ein Thema, aber eben von 9. Unsere Lebensräume sind gefährdet aufgrund von mehreren Entwicklungen und Erderwärmung ist eine, aber halt nicht nur die einzige und gar nicht mal die aktuell prekärste. Ja? Wir haben ein Riesenproblem mit unserer Artenvielfalt. Wir haben ein Riesenproblem mit unserem Süßwasser. Das sind 2 Ökosysteme, die sind bereits gekippt. Das heißt, wenn Sie sich ehrlich machen wollen in Ihrer Arbeit, schauen Sie natürlich auf Klimaschutz und machen natürlich Veranstaltungen zum Thema Klima. Aber bitte verlieren Sie nicht den Kontext, dass Wasser und Artenvielfalt mindestens genauso angeschaut werden muss. Auch an der Stelle zum Wasser, zur Artenvielfalt, lesen Sie das gerne nochmal nach, wenn Sie möchten. Ich habe Ihnen ein paar Informationen reingeschickt. Und spätestens dann kommt so ein bisschen meistens bei allen, wie soll ich das jetzt eigentlich umsetzen? Ja? Wie mache ich denn das? Und dann haben wir vorhin auch schon gehört, vielen Dank, Frau Kaluza, an der Stelle, dass das eben nicht nur eine ökologische Transformation ist, sondern ja eben auch eine soziale. Und wir haben auch schon gehört, dass es Nachhaltigkeitsziele gibt. Das heißt, das ist nicht nur alles eine ökologische Bewegung, sondern das ist natürlich auch eine soziale Bewegung. An der Stelle die 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen. Und da ist natürlich die Frage jetzt, wie kommt man da eigentlich hin? Wie werden wir zu zukunftsfähigen Organisationen? Weil wenn Sie jetzt alle einen Fokus auf CO2 legen, das sei Ihnen gegönnt, dann brechen Ihnen ja aber auch irgendwann die Menschen weg, die sagen, aber Diversität ist doch auch wichtig und Antirassismus ist doch auch wichtig und Wasser ist doch auch wichtig. Deswegen Part 2.
dieses Wissen, was ich Ihnen gezeigt habe, ich habe es eben schon gesehen, das findet sich überall. Das ist nur eine Frage, wie sehr sind Sie bereit, mit dem Schmerz, mit der Emotion umzugehen, mit dem Wissen umzugehen, dieses Wissen zu kommunizieren und zu transferieren. Und dann braucht es unbedingt eine professionelle Umsetzung von Nachhaltigkeit. Und da erleben Sie mich jetzt wieder an einem Punkt, wo ich ungeduldig werde. Was ich sehe, ist unglaublich viele Menschen, die in ihrem Ehrenamt oder in ihren Überstunden, jetzt in ihren Kulturinstitutionen, auch noch mal nebenher ein bisschen Nachhaltigkeit mitmachen. Ja, so kann das nicht funktionieren. Weil wir haben doch alle nicht genug Arbeitszeit. Ich erlebe schon seit 10 Jahren niemanden mehr, der sagt, oh, donnerstags um 3, total super, habe ich eigentlich nichts mehr zu tun, trinke ich einen Kaffee. Wir sind ja irgendwie alle permanent in Überstunden. Wenn wir jetzt die Menschen, die intrinsisch motiviert für Nachhaltigkeit interessieren, wenn wir denen sagen, mach du mal, finde ich total super. Danke Miriam, dass du dich so engagierst im Museum Ludwig. Danke, danke, ich könnte jetzt mehrere Menschen hier ansprechen. Ja? Das funktioniert nicht. Das ist ein kapazitäres Problem. Es ist auch ein Problem der Kompetenz. Also, wir haben schon gehört, Nachhaltigkeit ist eine organisationelle und unternehmerische Verantwortung. An der Stelle eben auch schon von Frau Dr. Kaluza gehört, dass wir mit 3 Dimensionen arbeiten. Ein Nachhaltigkeitsbegriff meint diese 3 Dimensionen. Schreiben Sie nicht Nachhaltigkeit, wenn Sie ökologische Nachhaltigkeit meinen. Bitte, bitte. Nachhaltigkeit meint die Vereinbarkeit dieser 3 Dimensionen. Unbedingt. Und da lassen sich unglaublich viele Themen drunter subsumieren. Sie können sich das hier angucken. Das ist jetzt die nicht funktionierende Folie, die ich in der Präsentation meiner Kollegin geklaut habe. Was Sie sehen könnten ist, es gibt sehr viele Handlungsfelder. Hier ist es jetzt beispielsweise Mobilität, Gebäude, Beschaffung, Konsum, Sammlung, Kommunikation. Also wir können in ganz unterschiedlichen Handlungsfeldern Nachhaltigkeit definieren. Und das ist wichtig, das zu tun. Sie müssen sich eben fragen, wo haben wir einen hohen Impact? So, das hört irgendwann wieder auf, oder Rebecca? So. Und wenn wir das getan haben, also wenn wir verschiedene Handlungsfelder definiert haben, Sie sehen die hier unten, dann müssen wir Themen auch bündeln. Wir müssen uns eben fragen, was ist ein soziales Thema? Was ist ein ökologisches Thema? Was ist ein ökonomisches Thema? Wer sind die Menschen, die ich ansprechen muss in meinem Betrieb? Wo gibt es Widerstände? Wo gibt es Budget? Wo gibt es Kapazitäten? Wo gibt es Zeit? Wo ist meine sogenannte Koalition der Willigen? Wer kann mich denn unterstützen und begleiten? Wer geht denn diese Reise mit? Und dann braucht es ein sogenanntes Nachhaltigkeitskonzept. Also was machen wir? Warum machen wir das? Wie relevant ist das? Wie machen wir das? Bis wann machen wir das? Und da sage ich wieder, das ist der Moment, wo ich sage, das ist nicht neu. Nachhaltigkeitskonzepte, Nachhaltigkeitsberichte sind klar definiert, da kann man in Berichtsstandards reingucken. Ein Nachhaltigkeitskonzept bedeutet, ich habe eine Vision, ich habe Ziele, ich habe Maßnahmen, ich habe Leistungsindikatoren, die das messen. Hand hoch, welches Haus hier hat eine solche Nachhaltigkeitsstrategie mit Zielen, mit Maßnahmen, mit Indikatoren, mit Verantwortlichkeiten, mit Budget? Ja. Und kleiner Exkurs, das ist etwas, wird in 2 Jahren von allen Unternehmen mit mehr als 250 MitarbeiterInnen verpflichtend jährlich zu berichten sein. Deswegen sage ich nochmal, Sie haben noch eine Spielwiese in der Kultur. Andere haben die nicht mehr. Andere müssen jetzt jährlich berichten. Machen Sie sich auf den Weg. Das ist wirklich eine Empfehlung. Es wird sonst hektisch. Und Nachhaltigkeit ist eben auch Management. Deswegen ist das, was wir machen, ist strategisches Nachhaltigkeitsmanagement. Nicht hier ein bisschen und da ein bisschen, sondern wirklich eine Strategie und ein Management. Personaleinstellungen machen Sie ja auch nicht Pi mal Daumen. Sie überlegen ja auch, habe ich Kapazitäten und Budget, und Sie schreiben eine Stellenausschreibung. Und die Menschen, die das hier umsetzen, die nennen sich NachhaltigkeitsmanagerInnen. Okay. Sie könnten dann sehen, wie wahnsinnig ausführlich strategisches Nachhaltigkeitsmanagement ist. Wenn ich da jetzt durchgehe, dann spätestens dann kriege ich Ärger von Ulrike Kessling, weil wir besprochen haben, ich mache es möglichst einfach für Sie.
Aber ich zeige Ihnen das, was da alles reingehört. Und im Übrigen gehört da auch CO2-Bilanzierung zum Beispiel mit dazu, aber eben als eine Tätigkeit von sehr vielen. Ich zeige Ihnen das, um Ihnen zu zeigen, ja, das ist viel. Und deswegen hat das manchmal jetzt auch schon eine Teilzeitstelle. Schauspiel aus Bochum hat gerade jemanden angestellt in Teilzeit. Es gibt einzelne Kulturorganisationen, die so langsam NachhaltigkeitsmanagerInnen anstellen oder die ihre Personen in Weiterbildung schicken und so. Aber das macht man nicht mal nebenher. Und deswegen ist mir das eigentlich am wichtigsten. Professionelles Nachhaltigkeitsmanagement ist Arbeit. Das ist kein Ehrenamt. Das macht man nicht in Überstunden. Oder die Menschen, die es in Überstunden machen, werden so müde, wie ich mich heute müde fühle. Weil die machen das die ganze Zeit und die versuchen die ganze Zeit, wir werden ja hier nachher auch Beispiele hören, die versuchen die ganze Zeit, diese Themen auszubreiten in der Organisation. Das bedeutet, Sie brauchen, ihr braucht, wir brauchen die Zahlen in der Organisation. Wir müssen die sortieren nach Wesentlichkeit. Wieder so ein Begriff aus dem Nachhaltigkeitsmanagement, eine Wesentlichkeitsanalyse. Wir sortieren Maßnahmen aufgrund ihrer Wesentlichkeit. Und wenn ich in ein Haus komme und die streiten sich seit einem Jahr darum, ob sie jetzt das Sprudelwasser aus der Glasflasche trinken oder Leitungswasser aufsprudeln sollen, ja, dann höre ich mir das an. Und wenn ich dann frage, habt ihr denn schon Ökostrom? Und sie sagen, nee, da kommen wir irgendwie nicht weiter oder so, dann kann man die Streitigkeiten um das Sprudelwasser, das kann man lassen. Das ist gerade nicht wesentlich. Ja? Also arbeiten Sie an den Punkten, die wesentlich sind. Erarbeiten Sie Maßnahmen, die wesentlich sind. Setzen Sie sich Ziele. An der Stelle gelten smarte Ziele. Die müssen spezifisch sein, die müssen messbar sein, die müssen angemessen sein. Ja? Und dann ganz zuletzt schreiben Sie eine Strategie auf. Schreiben Sie eine Strategie auf, machen Sie sich ehrlich und verpflichten Sie sich selbst. Das Museum Ludwig hat einen Nachhaltigkeitsbericht geschrieben. Da stehen auch Sachen drin, in einem Jahr wollen wir XYZ. Ja, schauen Sie, dass Sie nach vorne kommen und dass Sie die Leute mitnehmen. Und jetzt haben wir so viel über betriebliches Nachhaltigkeitsmanagement gesprochen. Weil das ist meine Profession und Ihre Profession liegt in so vielen Bereichen im Bereich der Programmatik. Wir wissen, welche wahnsinnig gute Multiplikationskraft wir in all Ihren Häusern haben können. Wenn die Menschen in Ihren Häusern was lernen über Nachhaltigkeit, ist das wahrscheinlich wirksamer, als wenn sie nicht mehr Wasser einkaufen beim Fachhandel. Vielen Dank. Schauen Sie, was Sie machen können, aber fragen Sie auch immer in Ihrer Geschäftsführung, wie viel Commitment da ist, um das umzusetzen, was Sie mitbringen, was Sie heute hier gelernt haben. Und schauen Sie vielleicht nochmal ins Video von Luisa Neubauer rein. Manchmal heißt das eben auch, dass Menschen ihre Arbeitsplätze verlassen, weil sie merken, dass sie dort nicht wirksam genug sein können. Bilden Sie sich eine Haltung, ist, glaube ich, meine Bitte. Überlegen Sie, wo Sie stehen wollen, überlegen Sie, was geht nach vorne. Gehen Sie nicht in die Widerstände, sondern gehen Sie dahin, wo die Energieflüsse gut sind und dahin, wo es funktioniert. Arbeiten Sie mit Menschen, die Ihnen zugänglich sind, mit Menschen, die auch die gleiche Richtung haben wie Sie. Und ich freue mich sehr darauf, dass wir nachher im Workshop all diese Dinge nochmal genauer anschauen können, wie man das aufsetzt, wie man einen Maßnahmenplan aufsetzt, eine Wesentlichkeitsanalyse macht, wie man all das aufbauen kann. Aber an der Stelle war es das fürs Erste. Vielen Dank.